wir sind jetzt hier vor Ort und können ein typisches Problem der meisten Winzerbetriebe sehen. Gerätschaften, die heutzutage doch sehr stark mit Elektronik ausgestattet sind, funktionieren nicht mehr. Ist alles abgesoffen und ist nicht mehr brauchbar. Das ist natürlich auch eine Hauptaufgabe in den nächsten Wochen, Ihnen diese Technik wieder zur Verfügung zu stellen. Wir haben da auch Gespräche mit namhaften Herstellern, die da Leihgeräte zur Verfügung stellen, also um da die Basics wiederherzustellen, die man für den ordnungsgemäßen Gebrauch oder Einsatz braucht. Herr Schäfer, Sie sind Vorsitzender des Bauern- und Winzerverbandes in Ahrweiler und verfügen daher auch über viele Kenntnisse über die Betroffenheit der Landwirte und Winzer hier in der Region. Könnten Sie uns da noch mal einen Überblick verschaffen, bitte? Ja, also die mit Abstand am stärksten betroffene Gruppe sind natürlich die Winzer, weil das Ahrtal massivst betroffen ist. Glücklicherweise gibt es im Bereich der A nur, im unmittelbaren Einzugsbereich der A nur wenige klassische landwirtschaftliche Betriebe, die unterschiedlich stark betroffen sind von Flächenverlusten bis zum Totalverlust der Wirtschaftsgebäude. Glücklicherweise haben wir da auch keine Personenschäden zu beklagen, wie sonst hier im Ahrtal, wo es ja sehr viele Tote gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz ist dann für den einzelnen Betrieb der Schaden und die Betroffenheit sehr groß. Klar, der Fokus liegt, wie auch bei den ganzen Hilfsmaßnahmen, auf den Winzern. Es gibt in der A, wenn man die Nebenerwerbswinzer dazu rechnet oder die Genossenschaftswinzer dazu rechnet, ca. 1000 Betriebe. Das sind natürlich Lieferanten für die Genossenschaften, Kleinstbetriebe, die wenige A bewirtschaften, bis zu Betrieben, die einige Hektar bewirtschaften. Und natürlich 40 bis 50 Vollerwerbsbetriebe, die direkt vermarkten und die sind natürlich am schlimmsten betroffen. Gibt es tatsächlich Totalverluste in Ihrem Bereich, in Ihrer Branche? Ja, es ist die Frage, wie man Totalverlust definiert. Es sind sehr viele Gebäude beschädigt, die bis zur, ich sagte ja gerade schon, wir haben doch landwirtschaftliche Betriebe, wo die Wirtschaftsgebäude komplett verschwunden sind, die total zerstört sind. Und dann gibt es natürlich die Abstufung von ganz wenigen, drei Betrieben, exakt, die nicht betroffen sind, auch hier in der Winzerschaft, bis zu Totalverlust. Also ich denke mal, das Gros wird doch erhebliche Schäden haben. Alle geschädigten Betriebe liegen auf dem Niveau der A oder auf dem Stadtniveau. Und da sind ja zumindest die Keller vollgelaufen. Das heißt, die Ernten von der letzten Jahren sind zerstört, verschwunden, zum Teil unbrauchbar geworden, weil eben die Fässer kontaminiert wurden. Da ist also eine sehr unterschiedliche Betroffenheit. Wer waren die ersten zivilen Helfer auch vor Ort in der ganzen Region Ahrtal? Also die ersten zivilen Helfer waren die Landwirte aus der Umgebung. Es sind über die verschiedenen WhatsApp-Kanäle sind Aufrufe gestartet worden. Und da hat innerhalb von einem Tag hat sich eine große Welle und eine große Anzahl an Landwirten und Bodenunternehmern auf den Weg gemacht und hat hier unten Ersthilfe geleistet. Dann sind die Gartenbaubetriebe, kleine Bauunternehmer haben sich angeschlossen und die haben eigentlich die erste Hilfe hier geleistet und haben erstmal dafür gesorgt, dass Platz geschaffen wurde, dass die regulären Hilfskräfte, Rotkreuz etc., dass sie überhaupt mal vor Ort kamen. Wir hören immer wieder, dass im ländlichen Raum, wenn mal Not am Manne ist, oft die Landwirte mithelfen. In unterschiedlichsten Bereichen. Und auch in dieser Katastrophe hat sich das bestätigt, dass also wirklich die Bauern, die Landwirte, die Lohnunternehmer sofort mit angepackt haben. Ab dem ersten Moment, kann man das so sagen? Die haben ab dem ersten Moment angepackt. Man muss natürlich auch sagen, es ist auch eine Vielzahl privater Helfer hier vor Ort gewesen. Das ist ja so weit gekommen, dass am zweiten Wochenende die Zufahrt beschränkt werden musste, weil das Ahrtal regelrecht verstopft war vor Hilfskräften. Aber es sind sehr viele junge Leute da gewesen, es sind die unterschiedlichsten Menschen da gewesen, alle haben mit angepackt. Also da kann man nur sagen, großes Dankeschön, großen Respekt. Aber was die Landwirte angeht, die haben nun mal die Technik, um große Massen zu beseitigen. Die haben die Anhänger und Kippermöglichkeiten, die haben Frontlader, die haben Bagger. Die sind natürlich bei diesem Ausmaß am ersten gefordert und haben auch das Equipment dafür.
Aber nichtsdestotrotz sind sehr, sehr viele private Helfer da gewesen, die sich nicht so schade waren, im Schlamm zu stehen und den Menschen zu helfen. Stimmt die Beobachtung, dass die Landwirte, Sie hatten ja schon gesagt, durch Organisationen und WhatsApp-Gruppen doch etwas schneller noch vor Ort waren als das Technische Hilfswerk THW, das ja auch großartige Hilfsarbeit leistet, aber vielleicht noch nicht ganz so schnell vor Ort sein konnte wie die ersten Landwirte? Ja, das ist richtig. Wenn die Landwirte, die sind ja zum Teil vor Ort, hier liegen ja Glück und Elend, liegen ja ein paar hundert Meter nur voneinander getrennt. Das heißt, wer hier Luftlinie 500 Meter weiter gewohnt hat, der war ja im unberührten Teil und da konnte natürlich schnell geholfen werden. Und die Landwirte brauchen ja auch keinen Einsatzbefehl, die brauchen keine Einsatznummer, die brauchen keinen technischen Leiter, der sie beordert. Keine Dienstvorschrift? Die haben keine Dienstvorschrift, die haben nur gesagt, wir müssen anpacken. Nicht? Mhm. Und dann können auch Landwirte anpacken. Darf ich Sie zum Schluss noch fragen, ob die Hilfe der Landesregierungen, vielleicht auch des Bundes, ja, der offiziellen Stellen, ob die so bürokratisch, unbürokratisch meine ich, und schnell geleistet wird, wie es auch angekündigt wird? Also ich weiß von Familien oder auch Betrieben, die Direkthilfe schon bekommen haben. Ich kann natürlich nicht sagen, wie schnell die das beantragt hatten. Aber das scheint anzukommen. Mhm. Und ich hoffe, dass auch, vor allen Dingen muss man den Menschen noch kommunizieren, dass es diese Hilfen überhaupt gibt. Also uns ist oft passiert, dass sie gar nicht wussten, es gibt eine Direkthilfe vom Land, es gibt eine Direkthilfe hier von den lokalen Behörden. Das ist ihnen zum Teil gar nicht bewusst gewesen. Und viele Menschen scheuen sich, diese Hilfe anzunehmen, nach dem Motto, es gibt noch andere, die sind schlimmer betroffen als ich. Und da muss man zum Teil auch Überzeugungsarbeit leisten. Denn viele erkennen gar nicht das Ausmaß des Schadens in ihrem Betrieb oder in ihrem Umfeld. Wenn Sie als, oder wenn wir beide als Außenstehende uns das ansehen würden, dann ist es unbegreiflich, dass die Menschen da zum Teil noch sehr zurückhaltend sind. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ich wünsche, dass die Menschen hier ihren Optimismus wiederfinden oder auch weiterhin behalten und dass den Menschen eine Perspektive geboten wird. Und dass die Hilfe, die jetzt in den ersten Wochen ja so überwältigend war, dass die von Dauer ist und dass in einigen Wochen, wenn die A oder dieses ganze Katastrophengebiet aus den Schlagzeilen verschwunden ist, dass dann auch noch Hilfe Erfolg, denn das Ganze hier erfordert einen langen Atem. Das wird nicht in einigen Monaten bewältigt sein. Vielen Dank.